Mein Name ist Ute Frevert. Ich bin Direktorin am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin und leite hier den Forschungsbereich zur Geschichte der Gefühle. Ich habe nach dem Abitur Geschichte und noch so einiges andere studiert, wollte ursprünglich Lehrerin werden, habe dann eine Doktorarbeit geschrieben und mich dann über die Habilitation weiter für die Professur qualifiziert. Ja, das war's. Es gibt keinen typischen Arbeitstag. Die Arbeitstage sind sehr verschieden. Es kann sein, dass ich den ganzen Tag im Archiv sitze oder zu Hause und am Schreibtisch. Es kann sein, dass ich einen ganzen Tag in Sitzungen verbringe, entweder mit meinen Mitarbeitern oder auch in anderen Gremien der Max-Planck-Gesellschaft. Man geht auf Konferenzen. Das ist ja gerade das Schöne, es gibt keine Typik. Die Arbeit hat sich geändert in dem Maße, in dem sich die Orte verändert haben, an denen ich ihr nachgegangen bin. Es war ein großer Unterschied, ob ich an einer deutschen Universität oder an einer amerikanischen Universität gelehrt habe. Zugleich gibt es wiederum einen Unterschied zwischen dem Professorinnen-Dasein an jedweder Universität und der Rolle als Direktorin eines großen Forschungsinstitutes. Ich wünsche mir, dass ich meinem Beruf, den ich heiße und den ich liebe, noch möglichst lange nachgehen kann, sowohl auf der Ebene, dass ich mit jungen Leuten zusammenarbeiten kann, was ich hier am Institut tue, als auch danach, wenn dann irgendwann die Emeritierungsklappe herunterfällt und ich dann nur noch für mich alleine stehe und meine Bücher schreiben kann. Ich würde Ihnen empfehlen, ein Gespräch zu führen mit Jule Specht. Jule Specht ist Mitglied der Jungen Akademie hier in Berlin. Sie ist Psychologin, ganz jung, ganz erfolgreich, ganz bezaubernd.